Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Video auf dem Kanal der Game Scouts. Wir sind wieder mit bei Split Second dabei. Ja, ich habe das Rennen noch mal kurz im Offline-Modus gefahren und wie ihr seht, ich habe relativ beim ersten Anlauf gleich erster Platz und sie haben dann gleich den Ryback Bandit gekriegt. Den kann ich euch gleich mal zeigen. Aber zunächst machen wir jetzt erstmal mit Luftangriff weiter. Da haben wir den Ryback Bandit. Den werde ich aber allerdings erst im nächsten Rennen fahren, weil für Luftangriff schätze ich mal einfach, dass wir ein bisschen ausweichen müssen. Und der hat jetzt nicht so all die besten Werte. Ihr seht ja, die Stärke ist relativ hoch, also Schockwellen und ganzen Kladderadatsch ist uns mal dann egal mit dem Wagen. Aber wir fahren jetzt mal mit dem für mich besten Wagen bisher. Und wir nehmen mal, welche Farbe nehmen wir denn? Komm, wir nehmen mal, nee, die ist hässlich. Das ist auch hässlich. Nehmen wir das? Nee, das ist so eintönig. Wir nehmen mal die Farbe. Ich komme mit dem am besten Wagen, mit dem Wagen am besten klar. Und dann wollen wir das einfach mal damit auch versuchen. Ich werde auf jeden Fall alle Wagen zeigen, die wir kriegen. Und noch alle mal fahren. Ob gut oder schlecht. Wechsle zur Stoßstangenperspektive durch Drücken der Dreiecktaste. Halte ich ja nicht viel von. Ich würde gerne ein bisschen mehr davon allgemein von dem FOV sehen. Oder allgemein von den Gegnern und was da aktiviert ist und was nicht. Hat man einfach ein breiteres Bild. 35,48. Werde mindestens 8er, um mehr Credits zu erhalten. Auf dem Flughafenterminal. Wie das funktioniert. 3 Leben übrig. Okay. Ah, der zeigt uns an, wo die hingehen und da müssen wir ausweichen. Weiche Raketen aus, um Schaden zu vermeiden. Ja, schauen wir mal. Wo ist er hin? Da ist das schon wichtig, wenn wir... Oh, das war eng. Das war richtig eng. Dritte Welle. Also das ist echt nicht einfach. Ich weiß gar nicht, ob wir da durchfahren können. Wir einfach mal. Oh! Ei! Entschuldigung, wir stören, aber das ist echt. Da muss man sich ein bisschen konzentrieren. Jetzt sind wir schon mal Sechster. Sechste Welle. Abbremsen kurz. Geht es ja nicht um allgemein die Schnelligkeit oder Driften, sondern nur um auszuweichen. Das ist jedes Mal haarscharf. Fahre ich lieber ein bisschen langsamer und weiche den Wellen dafür gut aus. Krieg den Counter dafür. Aber das ist schon spritzig. Also, das ist mal eine schöne Abwechslung zu den einzelnen Rennen. Sind wir dritter Platz. Jetzt kriegen wir es ja beim First Try hin. Ja, da sollten wir jetzt... Ja, okay. 2 Leben übrig haben wir noch. Da kann ich nicht mehr ausweichen. Aber wir sind dritter Platz schon mal. Und wir sind das Kombo verloren, leider. Das ist so schön. Eine Rakete relativ... Und die anderen sollten jetzt da vorne spawnen. Das war wahrscheinlich irgendwie ein Bug oder was. Bremsen. Fangen wir hier außen an. Oh. Eieieiei. 1, 2, 3 mal daneben. Ja. Hier will ich im echten Leben nicht fahren. Oder wäre das was für euch? So ein actionreiches Fahren die ganze Zeit, wenn ihr zur Arbeit fahrt oder was. Ja, und auch relativ souverän. Ein Leben haben wir nur verloren, aber erster. Schick. Und da haben wir noch auf der Flucht bekommen. Ja, 50 Credits, um einen Cobretti GT RS zu gewinnen. Ah, mal gucken, was das für ein Auto ist. Bin gespannt.
Und auch dieses Spiel haben wir für schnelles Spiel freigeschaltet. Ja, auf der Flucht, gewinne dein erstes Luftangriff-Event der Saison. 1, 2, 3 mal daneben. Schaffe bei einem Luftangriff oder himmlische Rache-Event 3 perfekte Angriffswellen hintereinander. Oh, haben wir auch gleichzeitig noch geschafft. Das ist ganz schick. Fangen wir mal gleich mit dem nächsten Event an. Ja, 2400 Punkte dem anderen mal abgeluchst und wir hatten ja noch 2 Leben übrig. So, jetzt haben wir noch ein Eliminator-Rennen als letztes. Ja, wollen wir das mal angehen? Jetzt fahre ich mal den neuen Ryback Bandit. Mal sehen, wie der sich so schlägt. Dass ich damit rechne, dass allgemein ein bisschen mehr Action im Eliminator-Rennen ist. Ja, unter Extras findest du deine Fahrerstatistik. Ja, da werde ich, denken wir mal, gegen Ende des Let's Plays mal reingucken. Dann können wir mal gucken, was wir da so alles erreicht haben zusammen. Eliminator. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird der Wagen auf dem letzten Platz eliminiert. Nutze dein fahrerisches Können und bleib vorn. Du kannst auch Powerplays einsetzen. Benutze sie, um deine Gegner aufzuhalten. Das werden wir versuchen. Vielleicht sogar 6 Leute gleichzeitig zu kriegen. Werde erst um das Corbretti GTRS zu gewinnen. Hätte jetzt der gesagt. Ja. Mal gucken, wie das anläuft. Allgemein, wie sich der Wagen fährt. Langsam in der Beschleunigung, also wie ein Panzer. Und wirklich agil ist er auch nicht. Ist halt, ne, größeres Auto. Boah. Begeistert jetzt nach den ersten paar Sekunden bin ich nicht. Aber ein Karen zerstört. Und gleichzeitig nochmal eine Doppelzerstörung, schick. Auf dem 5. Platz, aber wir müssen noch im 1. Platz sein. Ja, mir persönlich gefallen die etwas agileren Autos. Da nehme ich das gerne in Kauf, dass ich ein bisschen schneller kaputt gehe. Aber der fühlt sich schon echt klobig an. 11,4 Sekunden Draft, das hat davon wir gerne zurückbekommen, dass wir hier draften. Wir werden hier jetzt außen fahren, weil wir dann die. So, hätten wir. Ich glaube, wir hätten die nicht gekriegt, die Abkürzung. Glaube ich aber nicht. Das ist die Falle. Lions zerstört. Aber die sind alle eng beieinander, ne? Also das darf man nicht vergessen. Wir haben nochmal Karten zerstört. Jetzt sind wir Zweiter, jetzt sind wir auf dem 1. Platz wieder. Oder das erste Mal jetzt. Ah, da komme ich immer gegen mit dem. In der ersten Runde. Das Gute ist, wir können jetzt aber auch nicht mehr so einfach weggetackelt werden von den größeren, weil wir jetzt selber so ein Schlachtschiff am Fahren sind. Ja, Loverage haben wir jetzt zerstört. Ach Mann, Kollege. Komm, kriegen wir auch noch. Versuchen wir jetzt auch mal ein Powerplay zusammen ordentlich. Die Leute sind noch im Rennen. Ja. Den lieben Puck haben wir jetzt auch zerstört. Ja, wir haben jetzt leider keine Energie, um die Abkürzung hier zu fahren, so gerne ich sie auch fahren würde. Das ist echt schwer zu driften. Also das ist. Ja, und von der Abkürzung, das ist. Abkürzung. Von der Falle habe ich extrem Schiss, weil die echt 100%ig fahrbar blockiert. War da einfach keine Chance hat auszuweichen. Man muss da, also ich glaube, wenn wir die vor uns haben, werde ich da voll in die Eisen gehen, eine Vollbremsung machen. Nein! Oh, falsche Ansicht. 4,1 Sekunden bis zum letzten Platz. Ich glaube, das sollten wir in trockenen Tüchern haben. Das sieht ganz gut aus. Ja, obwohl ich den Wagen nicht ganz so gerne mochte, aber. Wir haben es geschafft. Ja, jetzt wurden wir doch am Ende eliminiert. Aber gewonnen, Leute. Gewonnen. Jetzt haben wir auch das Elite-Rennen wieder verfügbar.
Und für das Bonus-Event haben wir uns ebenfalls qualifiziert. Und sogar noch den neuen Wagen freigeschaltet. Oh, der sieht doch schick aus. Der gefällt mir. Cobretti GTRS. Wow. Hudson ist als letzter geworden. Eliminatorrennen überlebt. Ja, 7, aber die Event-Ergebnisse. Das gucken wir uns mal später an. Fortsetzen. Ja. Das Zusatzevent haben wir jetzt auch freigeschaltet. Und das Zusatzrennen, also den Luftangriff und das Elite-Rennen werdet ihr leider im nächsten Part erst sehen. Das war's für diesen Part schon. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Split Second.